Jetzt testen wir das Top Speed von Xplode, Neujahr 2016. Oben sind halt 5 Raketen. Ob die ziemlich zerleger sind, weiß ich nicht. Hier sind solche Testböller. Ich weiß nicht, die müssen wir gleich mal rausholen, dann kann man die besser sehen. Hier sind ganz normale Knallerbsen, Bienen von Xplode und anderes Grad 1. Schauen wir mal, ob der Preis sich von 5,55 € dafür denn lohnt. Da haben wir die Sortierung. Dann schauen wir uns mal die Böller an. Das sind Pyrocracker. Die sehen ganz gut aus vorne. Holen wir mal einen raus. Jo, vorne mit Gips und hinten auch mit Gips. Aber testen wir mal ein paar. Oh, die haben Blitzknall. Ich muss aber auch dazu sagen, dass es Musterbälle sind. Ja. Alter. Wie die restlichen auch? Ja? Zugelassene Blitzknallkörper in Deutschland. Alter. Und weil die sind halt auch legal, ne? Die sind halt ganz normal zugelassen. Also ich denke mal eher nicht, dass alle Böller so sind. So. Auf jeden Fall. Aber die sind schon richtig krass. Machen wir mal weiter mit dem Blitz von Xplode. Ein Cut 1 Meteorite, ja. Hä, will er nicht? Irgendwie viel kleiner als Weko. Ganz kurz, ne? Das kommt jetzt aber nicht gut rüber. Aber trotzdem genauso gut irgendwie. Weiß ich nicht. Wir machen mal weiter mit dem Spinny. Lol. Lol? Was? Da sind Weko-Kreisel drin. Was ist das denn? Okay. Naja. Sogar noch! Ja, also, alles mal gucken, klar. Ob die Bienen auch von Vico sind. Das wäre mega witzig. Da sind einfach Vögel drin. Da sind einfach Moog, Nico, ja, alte vielleicht Vögel heißen drin. Die Biene bei denen. Ja, aber da steht Xplode drauf. Achso, ja. Xplode, sorry. Okay, dann machen wir jetzt erstmal die Spinnies. Ja, genau. Ja. Oder Vico Pyro-Kreise. Jo, hast du den anderen gleich mit abgefackelt oder doch nicht? Nee, leider nicht. Okay, der dreht sich saugut. So, die Bienen von Xplode sind komischerweise Falter. Ich hätte normale Bienen erwartet. Wie viel NDM haben die? Ja, steht hier nicht drauf. Ja, dann zünd mal welche an. Dann gönnen wir uns einmal ein paar. Währenddessen die Wunderkerzen nur Xplode. Die schon leer sind, bis auf 2, 3. Kurz, aber trotzdem nice. Machen wir nochmal einen Massenstart. Jo. Hält einfach die Wunderkerze. Okay, mach der für dich. So, jetzt der Massenstart der Bienen. Ja. Ja! Ganz nice auf jeden Fall. So, Premium-Test jetzt, die Flash von Xplode. Nur das Beste für die Zuschauer von PyroWorld. Also hier sieht man 50 Knallerzen. Nur das Beste für euch. Machen wir mal einen Massenstart, oder? Ja, hauen wir alle weg. Es wird, Achtung, wir sind ja so großzügig. Also bitte, alle die es nicht laut haben wollen, bitte jetzt die Ohren zu halten. 3, 2, 1.
Bam! Alle, die unten Bam. Sind, bitte jetzt wegschalten. So, jetzt die Raketen. Einmal XPE 2723. Und die anderen 27, haben auch irgendwelche 27, 25 und 24. Also wir haben eine in lila, zwei in orange, eine in gelb und eine in silber. So kann man es auch machen. Ja, so kann man es auch machen. Ja, steht da noch eine NEM drauf, wie die haben. 14,4 Gramm. Ja, für die kleinen Teile eigentlich ganz okay. Und dann zünden wir jetzt mal. So, jetzt die graue Rakete von Xplod. Ja, relativ schwach eigentlich, aber trotzdem ganz schöner Silbereffekt. Jetzt die orangene. Erinnert mich an die Diabolo JR2, die Crackling-Rakete. Jetzt gibt's die lilane. Auch nice. Und noch die goldene zum Schluss. Ja, also die gelbe. Ja. Die fand ich bislang auch am schönsten. Und falls euch das Set gefallen hat, könnt ihr mal in die Kommis schreiben. Und bis dann, Leute. Bis zum nächsten Video. Ciao.